Als Geschäftsführer der EU Regionalmanagement GmbH für die Südweststeiermark sind Sie zuständig für eine große Region. Was sind die Leitprojekte Ihrer Region und wie weit sind Sie damit? In der Südweststeiermark haben wir momentan ein paar Schwerpunkte, zu denen wir arbeiten. Eines der größten Projekte ist derzeit sicher die Standortentwicklung in der Südweststeiermark und hier vor allem entlang der großen Verkehrsträger. Das heißt einerseits entlang der Bürnautobahn und der Südbahn, andererseits aber auch entlang der Kornbahn, die ja momentan sich gerade im Bau befindet und wo die Fortschritte jetzt sehr gut auch schon sichtbar werden in der Region. Ein zweiter Schwerpunkt, der die Südweststeiermark in den nächsten Jahren mit Sicherheit beschäftigen wird weiter, ist die Weiterentwicklung der Regionalmarken. Wir haben mit der Südsteiermark eine international bekannte Marke schon und wir haben mit dem Schilcherland eine sehr gut regional getragene Marke, die sich in den letzten Jahren auch sehr gut entwickelt hat. Schilcher ist bekannt. Wie positioniert sich die Südsteiermark? Mit welchen Produkten? Die Südsteiermark ist, glaube ich, die herausragende Region, was die Vermischung von Kulinarik, Wein und Tourismus angeht in Österreich. Man ist da seit Jahrzehnten ein herausragendes Beispiel, wie man das leben kann und das wird es auch in Zukunft sein. Also ich glaube, die Südsteiermark ist die Weinregion schlechthin in der Steiermark und dementsprechend ist es in der Verbindung mit der ganz intakten Natur- und Kulturlandschaft, glaube ich, aufgelegt, in welche Richtung man sich positioniert. Wir sind hier in einem wunderschönen Naturparkgebiet. Wie soll sich die Natur, wie soll sich dieses Parkgebiet weiterentwickeln? Ja, ich meine, der Naturpark Südsteiermark ist der größte Naturpark der Steiermark. Unsere Gemeinden sind sehr stolz, dieses Prädikat tragen zu können und haben jetzt auch schon seit vielen Jahren verschiedenste Projekte dazu initiiert. Momentan sind wir, wie gesagt, im Naturparkzentrum Grottenhof und das bindet eigentlich so die ganze Region ein, zeigt, was es an Natur- und Kulturlandschaft gibt und wie man in einer intensiven Weinbauregion trotzdem das kulturelle und natürliche Erbe erhalten kann und gezielt auch unterstützen kann. Wohin entwickelt sich die Südweststeiermark? Was ist das Ziel? Gibt es ein Endziel? Ja, natürlich. Einerseits wollen wir einfach schauen, dass der ländliche Raum einerseits sich als Wirtschaftsraum sehr gut entwickeln kann. Da sind wir natürlich abhängig von der Infrastruktur auch. Wichtig ist für uns aber natürlich auch, dass die Bevölkerung einen guten Lebensraum hat, dass sie die Möglichkeit hat, hier zu leben und zu arbeiten. Dementsprechend wäre es für uns auch wichtig, gerade die periphereren Regionen in unserer Gesamtregion dahingehend zu unterstützen, dass wir wirklich eine lebenswerte und intakte Wohnregion sind, wo es von Arbeitsplatz angefangen über die Sozialangebote bis hin zur Mobilität und dem öffentlichen Verkehr ein gutes Angebot gibt. Ist Abwanderung in Ihrer Region ein Thema? Die Abwanderung ist teilregional ein Thema bei uns. Wir haben mit dem Großraum Leibnitz entlang des Murtals auch und im nördlichen Teil des Bezirkes der Schlanzberg eine sehr dynamische Bevölkerungsentwicklung. Da gehören wir zu den wenigen Wachstumsregionen der Steiermark sogar. Wir haben hingegen aber im Süden und Südwesten unserer Region entlang der Kolm und des Remschnicks doch sehr hohe Abwanderungsraten. Das heißt, da geht es sehr stark in die Peripherie hinaus, da dünnt die Infrastruktur auch aus und in diesem Wechselspiel werden wir uns auch bewegen, dass wir einerseits Wachstumsregion sind, diese Chance aber nutzen wollen, dass auch die etwas abgelegenen Teilregionen bei uns eine gute Entwicklung in der Zukunft nehmen kann. Kornbahn, ein großes Thema in der Region? Kornbahn ist gerade für den Bezirk der Schlanzberg jetzt das bestimmende Thema. Man sieht es jetzt immer mehr in der Landschaft auch, wie sich die Kornbahn entwickelt, wie sie die Region prägen wird. Und diese Chancen für die Region zu nutzen, wird eine große Aufgabe, aber da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen.